Boah. Ich hab so Schiss, dass ich in die Lava fall. Ich bin halt sofort tot, glaube ich. Hey Freunde, Fix hier und weiter geht's mit Minecraft Hardcore. Lasst gleich mal reinschauen in die Welt. Wir sind ja aus der Hölle geflüchtet vor den ganzen Zombies und was weiß ich, was da drin war. Lapis Lazuli haben wir noch einstecken, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt, ich glaube, was haben wir denn hier noch? Schuhe und einen Helm. Genau, wir brauchen noch 6 Level insgesamt, dass wir die verzaubern können, schön. Und dann können wir uns vielleicht schon langsam mal aufmachen, in die Hölle zu gehen. Ich schau mal schnell, wo das Ding hinfliegt. Ach, da. Okay. Okay, nice. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Freut mich. Und jetzt schauen wir einfach mal runter in die Hölle und dann können wir in der Hölle ein bisschen was farmen. Wir haben ja noch genug auf unsere Spitzhacke, bla bla, kein Plan. Ja, schauen wir einfach, dass wir ein bisschen Quarz bekommen. Dass wir keinen Stress haben. Schauen wir mal, ob die Pikmin böse auf uns sind. Ich hoffe nicht. Und ich würde sagen, geht's hier durch? Nee, ne? Entweder wir gehen mal, lass mal da runter gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da runter jetzt. Und gehen da unten lang, weil da waren wir noch nicht. Und dann können wir da schön schnell entlang laufen. Ich hoffe nur, dass kein Lava jetzt irgendwie hier raus sprudelt. So. Geil wäre es, wenn die Spitzhacke mehr Erfahrung gibt. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. So, Level 33 ist eigentlich schnell gemacht, glaube ich. So, und ich markiere mir wieder meinen Weg mit dem Stein hier. Quarzblöcke, genau. Da geht's nach oben. Und dann schauen wir mal, so neben der Lava ist schon ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Ich glaube, ich krieg die Erfahrung nicht, oder? Ah, doch. Wir haben wenigstens ein bisschen Erfahrung bekommen. Hier haben wir auch noch Quarzblöcke. Geht's hier überhaupt weiter? Ich hoffe mal. So, machen wir mal hier einen Block hin, damit wir wissen, wo wir sind. Das kann man ausmachen. Wow. Ich habe so Schiss, dass ich in die Lava falle. Ich bin halt sofort tot, glaube ich. So, laufen wir hier entlang. Ah, hier unten waren wir echt noch nicht. So, hier brennt schon genug. Kann man ruhig das Feuer ausmachen. Ja, richtig schön. Hier haben wir doch, boah, Quarzparadies oder was? Gib mal Erfahrung. Ja, vielleicht mit den Tränken müssen wir ja auch noch machen, eventuell. Aber ich habe halt immer noch keinen Plan, wie das funktioniert mit den Tränken. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich überhaupt Tränke brauche. Oder ob ihr mich einschätzt, so dass ich auch den Enderman ohne Tränke schaffen würde. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir überhaupt laufen müssen. Vielleicht wäre noch ein Pferd ganz gut, um da hinzukommen. Zum End. Ich glaube, man kann auch die Enderaugen. Boah, ein Gast. Man kann auch die Enderaugen vom Pferd ausschmeißen, denke ich mal. Ja, quietscht ein bisschen rum. Weil das wäre eigentlich auch klug, ne? Wenn wir so ein Pferd hätten und dann, wir haben ja genug Sättel und genug Rüstung. Da können wir ja, keine Ahnung, das dann zurücklassen, ist ja egal dann. Yeah, Level 30. Ja, dass wir uns ein Pferd holen und dann können wir vielleicht mit dem Pferd dann zur Hölle reiten. Nicht zur Hölle. Was laber ich? Zum Endreiten, genau. Geh aus. Ah, hier muss ich nach oben. Okay. Ich schau mal, dass ich gleich vielleicht ein bisschen mehr Level mache, oder ich weiß gar nicht. Ist immer so langweilig halt das Farmen hier in der Hölle. Außer ich töte halt keinen Plan. Ich töte ein paar Pigmen, dann wär's nicht so langweilig. Okay, das können wir wieder wegmachen. Nicht, dass wir uns noch unnötig verwirren hier. Am besten nehmen wir das hier rein. Erstmal was snacken. Okay, da oben. Wir haben echt viel Quarz hier gefunden. So, bauen wir uns da hoch.
Quarzparadies. Nice. Ja, ich glaube, Level 33 schaffen wir locker in der Folge und dann können wir auch gleich unsere Sachen verzaubern. Und dann, ich weiß nicht, ob ich direkt schon anfangen soll und zu dem Enderdrachen hingehen soll. Oder, kein Plan. Wir bereiten uns noch mehr vor. Wobei, ich hätte schon Bock, gleich loszulegen. Vielleicht noch unseren Bogen noch ein bisschen besser machen. Das wäre eine Idee. So, dass er noch Haltbarkeit hat oder so. Ja. Aber sonst brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Boah, zum Glück stehe ich da nicht dran. Okay. Schauen wir mal ein bisschen weiter hier. Nehmen wir unsere Quarzblöcke in die Hand. Und dann können wir uns nicht verlaufen. So, hier haben wir noch Quarz. Zack, 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 zack. Okay. Level 32. Noch ein Level. Ich würde sagen, wir machen Level 34, damit wir zur Not, falls wir eine Scheißverzauberung auf beiden haben, dass wir mit einem Level irgendwas anderes verzaubern können. Weil sich das ja dann immer ändert damit. Oder halt dadurch. Wenn man wann. Ich habe schon wieder einen Sprachfehler, ne? Das ist immer die erste Folge, die ich aufnehme. Ist immer so ein bisschen behindert hier am Sprechen, würde ich sagen. Ist da eine Festung? Oh, da hinten ist eine Festung. Wir könnten natürlich auch in die Festung reingehen. Aber brauchen wir eine Festung? Weiß nicht, vielleicht haben wir da einen Stack Diamanten oder so. Okay. So. Hallo Pigman. Okay, gehen wir mal da durch. Schauen wir mal, ob da wirklich eine Festung ist. Wenn ja, dann sind wir richtig unnötig weit gelaufen. Ja, Mann, da ist eine Festung. Ich würde sagen, wir schauen uns schnell die Festung an. Wir haben ja Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Okay, machen wir mal. Boah, ich habe so Angst vor Lava. Komplett zugebaut, den Stein, alles klar. Okay, dann machen wir hier mal noch einen hin. Da haben wir noch ein bisschen Nessa-Ding-Schmarre-Quarz. Okay, vielleicht, wie kommen wir am besten darüber, ist die Frage. Oder ist es unsere Festung, wo wir waren? Aber ich glaube nicht. Okay, hier ist schon mal schlecht. Dann schauen wir mal von hier aus. Okay, von hier bauen wir uns einfach darüber, würde ich sagen. Zack. Easy peasy. Okay. Dann machen wir hier noch so eine Markierung, dass wir hier hoch müssen. Und dann müssen wir einfach nur noch hier rüber rennen. Ich habe so Angst, mich über die Lava zu bauen hier. Oh nein. Okay, Shift-Taste. So festdrücken, bis auf dem Tisch ist. Und dann aufpassen. Ich habe so Angst, Alter. Ich habe so Angst. Oh, okay. Puh. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier hoch. Eine androhende Melodie. Okay, und dann gehen wir hier nach oben. Zack, 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 zack. Ja, easy. Vielleicht finden wir irgendwas Geiles in der Festung, was wir noch nicht haben. Ach, kurz mal kratzen. Das wäre natürlich richtig, richtig schick. Okay. Muss ich mich hier reinbauen oder so? Hä? Wo geht's hier los? Geht's hier nicht rein? Da vielleicht? Oh, die Sonne blendet gerade schon wieder. Ja, mein Bild ist auch zu hell. Oh Gott, so. Genau, jetzt geht's. Dann gehen wir einfach da vorne hin, zu dem Teil hier, zu der Festung. Ah, genau, perfekt. Und, schauen wir mal davor schnell. Gibt es da noch mehr Festung? Nee. Okay, hier ist der Ausgang. Dann markieren wir uns mal hier so mit einer Sperre, dass wir da wieder raus müssen. Und da geht es doch schon wieder los. Hier geht es nach draußen. Dann schauen wir mal hier weiter. Okay, hier waren wir gerade. Da bringt es nichts. Da geht es, glaube ich, nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, schauen wir mal kurz darüber noch.
Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Action. Ah, hier ist eine Treppe. Boah, vorsichtig. Ja, kein Plan. Hier den Weg entlang. Hier nach oben. Alles markieren. Okay, aber hier schaut wirklich nicht so aus, als ob hier irgendwas ist. Ich glaube, ja, ich schau mal davor noch einfach. Nehmen wir noch die Erfahrung mit. Die ganze Lava, die hier reinfließt. Okay, können wir das irgendwie zubauen? Okay, was ist das für ein Viech? Alter, was ist das für ein Geräusch? Geh zu! Okay, sind es die Stabviecher oder? Kein Plan. So, hier muss ich lang. Hier ist irgendwas? Nee, das ist wieder... Ah, da sind wieder ein paar Warzen. Schauen wir mal hier noch schnell rein. Da ist nichts. Da geht es wieder nach oben. Schauen wir mal kurz da hoch. Okay, da ist auch nichts. Dann holen wir uns schnell mal die Warzen hier. Die Netherwarzen. Ich frage mich, ob ich, wenn ich mir den Sand da mitnehme, ob die dann auch bei mir wachsen in der normalen Welt. Oder ich mache mir irgendwie... Boah, wo schießt du? Okay. Schauen wir mal hier hoch. Hier ist auch nichts. Alter, ich habe so Schiss, dass ich mich jetzt verlaufe. Weil ich einfach hier durchrenne. Hier haben wir eine Kiste. Da haben wir auch noch eine Kiste. Sonst ist hier nichts. 2 Gold und 3 Sättel. Wir brauchen doch überhaupt nicht so viel Sättel, ey. So viele Pferde gibt es doch nicht mal auf der Welt. Okay. Das nehmen wir alles mit. Okay, die Festung ist eigentlich ziemlich groß. Gefällt mir. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz den Vorhang zumachen. Ich sehe gleich gar nichts mehr. Okay, Gold und Dias. Goldene Pferderüstung. Ich mache mal kurz den Vorhang zu. Oh, viel besser, ey. Aber mein Gesicht ist jetzt voll überleuchtet. Egal, müssen wir dann nächste Folge irgendwie uns drum kümmern. Finden wir ja auch wieder raus. Ich glaube schon. So, machen wir hier unseren Weg hin. Hier geht es einmal im Kreis. Okay, perfekt. Dann können wir das wegmachen. Geht es hier noch lang? Ich glaube hinter den Warzen. Boah, Alter. Was macht da so ein Geräusch? Schau mal kurz hier hinter. Über mir sind irgendwelche Viecher, glaube ich. So, gibt es hier noch irgendwas? Hallo? Hier ist vorbei. Ist hier vorbei? Oder geht es hier noch weiter? Alter, was geht hier ab? Alter. Ah, okay, die Festung ist so richtig groß. So, stirb. Vielleicht kriegen wir noch so einen Schädel, das wäre cool. Ich glaube, wir brauchen sogar 3. Schauen wir mal nach da oben. Ich verlaufe mich so hart, glaube ich, in der... Alter, verpiss dich doch. Unnötig. Okay, ich laufe lieber einen anderen Weg. Damit ich ein bisschen... Boah, 2 Herzen habe ich. Aber an Gift kann ich nicht sterben, soweit ich weiß. Okay. Puh. Okay, wir schauen einfach mal, dass wir da anders hochkommen. Ich glaube, da vorne geht noch eine Treppe nach oben. Dann können wir einfach über die Treppe gehen. Ich habe die ganze Zeit die Viecher über mir. Aber hier hinter, da könnte ich nach oben gehen. Aber hier ist auch nichts mehr. Schade. Da kann man nach draußen gucken. Kommst du rein, kannst du rausschauen, ne? Ja, okay. Baue ich mich hier halt durch. Okay, dann ist das hier zu Ende, glaube ich. Hier geht die Party ab. Stirb, du Skelett. Alter, hier geht echt die Party ab. Okay, kein Schädel. Die Stäbe haben wir eh genug. Aber die geben vielleicht ein bisschen Erfahrung. Boah, boah, boah. Was geht ab?
Ja, scheiß auf die. Ich will lieber Kisten haben. Schauen wir mal dahinter. Ich glaube aber, wir sind von da gekommen irgendwo. Oder? Alter, ich habe komplett die Orientierung verloren. So, schauen wir mal kurz hier. Nö, von da sind wir nicht gekommen. Ich nehme mir mal das ganze, die ganze Erfahrung hier mit. Natürlich noch was snacken. Dann sind wir eigentlich gleich Level 33. 15 Minuten schon wieder. Ach, easy. Ich könnte eigentlich theoretisch auch mit Effizienz 5, aber das macht fast keinen Unterschied. Von der Geschwindigkeit her. Nee, es macht echt keinen Unterschied. Okay. Ja, damit. Ja, damit. Oh, 35 wäre natürlich auch nice. Oder 36 oder so. Egal. Lauf, lauf, lauf. Alter, die ist voll fett, die Festung. Voll riesig. Aber hier müssen wir lang. Da ist unser Block. Perfekt. So, stirb. Da ist nichts drin. Wer schießt auf mich? Boah, wo schießt er denn auf mich? Ja, komm doch rein. Stirb! Hä, müssen wir hier lang? Ah, da runter. Ach so. Dann können wir eigentlich auch mal da runter schauen. Yeah! Okay, Gold und Eisen brauche ich eigentlich nicht. Da ist noch eine Kiste, perfekt. Oh, was brauche ich denn überhaupt? Was gibt es denn überhaupt noch? Obsidian braucht auch kein Mensch. Noch mehr Gold, mehr Warzen, das ist nicht schlecht. Und schon wieder zwei Dias insgesamt. Stirb! Netherziegel brauche ich auch nicht. So. Okay, gehen wir wieder nach Hause, würde ich sagen. Level 34 reicht uns. Vielleicht können wir noch verzaubern in der Folge, aber dann wird es halt wieder so lang, ne? Aber ihr freut euch ja drüber, wenn es zu lang ist. Ich mich nicht, weil ich muss das alles rendern und schneiden und hochladen vor allem. Aber ist egal. So schauen wir, dass wir so schnell wie möglich nach Hause kommen. Und dann sind wir. Ich glaube, wir verzaubern in der nächsten Folge dann. Weil bis wir zu Hause sind, dauert es noch ein bisschen. Das brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier lang. Ey, unser Plan geht voll auf. Ich bin voll begeistert von meinen Markierungen. Okay. Oh, stirb! Boah, fast hätte ich den Pikmin angegriffen. Nein, stirb! Okay. Schade, immer noch. Ah, immer noch kein Schädel. Schädel wäre cool gewesen. So, hier müssen wir uns nach unten bauen. Okay. Und dann. Ja, das ist gar nicht so weit, glaube ich. Einfach mal über die Lava springen. Da müssen wir nach oben und dann sind wir eigentlich schon fast wieder zu Hause. Oder? Ich weiß gar nicht. Zack, zack, zack. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig sprinten, ne? Okay, hier und. Okay, ich habe Angst. Voll gefährlich, ey, was ich hier mache. Ah, dahinter müssen wir. Das dauert vielleicht doch noch ein bisschen. Aber 20 Minuten mache ich dann Schluss. Ah, easy. Easy, easy. 15 bis 20 Minuten eine Folge, passt eigentlich. Eine Minute noch. Schaffen wir es in der Minute aus der Hölle zu fliehen? Ich weiß es nicht. Erstmal was essen. So. Ah, die Kartoffeln, die sind schon nicht schlecht, würde ich sagen. Die geben gut was zum Essen und kann man schnell machen. Braten, gibt ein bisschen Erfahrung. Und dann. Boah, ich habe so Angst. Ich habe so Angst, dass ich in die Lava falle. Lauf! Okay, easy. Schicker Weg. Boah, hier ist tricky ein bisschen. Das machen wir aus. So, jetzt haben wir doch einen schönen Weg uns gebaut. Das ist das Höllenportal, da gehen wir nach oben.
Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann könnt ihr einen Daumen oben da lassen, wenn nicht, dann nicht. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich weiß gar nicht, sollen wir uns Tränke machen? Schreibt mal in die Kommentare, ob wir uns Tränke machen sollen oder nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.